So, also, guten Abend alle zusammen. Oder guten Nachmittag oder in Kongresszeit eher gesagt, guten Morgen. NYC Resistor ist ein Hackerspace aus Brooklyn, 2008 gegründet. Und inspiriert dadurch, dass die Gründungsmitglieder hier zum CCC kamen und sich das angeschaut haben. Und ganz genau wie der Kongress behandelt auch dieser Hackerspace so ein bisschen eine Mischung aus Technologie und Kunst. Und einer von diesen vier Talks, die von NYC Resistor hier gehalten werden, geht um Retro Gaming. Und damit möchte ich jetzt den... Okay, also einen großen Applaus für Adele Lynn und Tramell Hudson. Tramell gets the Rockstar mic. Okay, vielen Dank dafür, dass ihr so viel Geduld mit uns gehabt habt. Ich bin Tramell Hudson von NYC Resistor und ich bin Adele. Adele Lynn von NYC Resistor. Und wir sind hier, um über Vektorspiele zu reden und die Geschichte von solchen Spielen. Wir rennen mal ganz schnell durch die frühesten, die Urgeschichte der Vektormonitore. Die allerersten Vektormonitore haben den Input von analogen Rechnern angezeigt. Hier könnt ihr einen EAI 680 sehen, der differenzielle Gleichungen anzeigt, und ihr könnt hier oben das Oszilloskop sehen. Das heißt, es gibt da werden die Differentialgleichungen implementiert, und ihr seht diese Knöpfe, mit denen man die Eingabewerte steuert. Und im Grunde sind das all die tollen Zutaten, die man braucht, um ein Videospiel zu bauen, wie jetzt hier in diesem Beispiel Tennis. Und in den Wir hatten uns da von einem Physiker beraten lassen, wie man diese Berechnungen durchführt, um da realistische Projektionen durchzuführen. Und so kam eben die Idee, lass uns da ein Videospiel bauen. 1997, zum 50. Geburtstag, gab es eine weitere Kreation von einem anderen Physiker. Und das Interessante daran war, dass dieses Videospiel vollständig aus analogen Teilen zusammengesetzt war. Es gab also Relais, es gab Widerstände, die Trägheit simulierten, und diverse Germanium-Transistoren, die dafür sorgten, dass das Gameplay schnell genug ablaufen konnte. Und wir waren Anfang des Jahres, hatten wir das Glück, den zweiten Nachbau von Tennis for Two zu bekommen. Und aber dieses Mal haben wir es voll digital gemacht, und der Grund dafür war, dass das ein Teil der Silicon City Ausstellung war, und als ein Ausstellungsstück, was da 5 Monate stehen sollte, konnten wir nicht wirklich analoge Teile nehmen, denn uns wurde gesagt, dass da jeden Tag die Ingenieure kommen müssten, um die analogen Teile auszutauschen und die Relais zu erneuern. Also haben wir einfach das Originalgerät inklusive dem Bildschirm emuliert, und ist über Arduino-Rechner emuliert worden. Tennis for Two war also das ursprüngliche analoge Videospiel. Space War ist das erste digitale Videospiel, das es hier gab. Und es wurde wiederum auf dem PDP-1 eigentlich entwickelt und dann auf den Vectrex portiert, und damals haben viele Leute ihren Controller gebaut und das nachgebaut. Ein etwas anderer Typ von Vektordisplay war zum Beispiel der Tektronix 4000-Serie, die wir hier sehen. Und das wurde benutzt, um wirklich schöne, hochauflösende Zeichnungen darzustellen. Und das sind Zeichnungen, die wir bis heute noch haben. Also ihr kennt das heute noch aus dem 3D-Rendering-Bereich. Das ist sozusagen ein Referenzobjekt. Und
Hier, diese Maschine brauchte 30 Sekunden, um dieses Bild vollständig zu zeichnen. Also, warum Vektoren? Und ich meine, in der Videospielen stellt man sich normalerweise Pixel-Displays vor, also warum Vektoren? Es war hauptsächlich eine Preisfrage. Die Vectrex-Maschine war zum Beispiel in der Lage, verhältnismäßig hochauflösende Bilder mit relativ wenig Speicher darzustellen. Und um da ein Pixel-Display zu benutzen, hätte man einen Pufferspeicher gebraucht. Und das hätte mehrere tausend Dollar gekostet, um diese Datenmenge im Speicher zu halten. Und schaut euch mal die Bitmap-Version von Star Wars an und im Vergleich dazu die Vektordarstellung. Schaut euch die Auflösung an und wie rund der Kreis ist zum Beispiel. Und das ist einfach schön. Vektoranzeigen sind sehr gut geeignet für 3D-Animationen, die man zu dieser Zeit schon machen konnte. Und wiederum vergleicht die Pixel-Version gegen die Vektorversion hier nebeneinander gehalten, die Vektorversion von TIE Fighter. Man bekommt da erstaunliche Skalierungseffekte und Rotationen hin und das Bild bekommt eine gewisse Tiefe und man ist sehr viel tiefer drin in dem Spiel. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten, die Vektoren zu generieren. Es gab zwei Haupttechnologien, die damals benutzt wurden in den Atari-Systemen. Die älteste nannte sich Digital Vector Generation. Und da wurde der Elektronenstrahl direkt herumgefahren. Und wir haben hier mal den sogenannten Z-Kanal deaktiviert. Und dann kann man die Spur dieses Elektronenstrahls noch sehen, wie er von einem Objekt zum nächsten geht. Und hier, das ist ein späteres Spiel, Tempest. Malt die Objekte nacheinander und lässt sie auf ein gemeinsames Zentrum mit einem Fluchtpunkt im gemeinsamen Zentrum. Und der Vektorgenerator kontrolliert also sozusagen nicht direkt die Position, sondern er kontrolliert indirekt, wo die Linie gezeichnet wird. Und der Elektronenstrahl fuhr immer wieder zurück zur Mitte des Bildschirms. Und das führte auch dazu, dass die Bandbreite der CPU ganz gewaltig verringert wurde. Denn um die einzelnen Segmente zu zeichnen, musste man nur den Wert ändern, wenn man anfangen wollte, eine andere Linie zu zeichnen. Und solange das noch sozusagen auf derselben Geraden lag, musste man sonst keine weiteren Werte ändern. Heutzutage haben wir natürlich sehr viel kräftigere CPUs, also wir können viel mehr Sachen machen. Wir können die Vektoren sortieren beispielsweise, benötigte Zeit, die der Vektor braucht, um dieses Bild zu zeichnen, zu minimieren. Und wir können auch das machen in einem ganz kleinen Mikrocontroller, wie ihr jetzt hier seht. Das Board, auf dem wir das benutzt haben, könnt ihr hier sehen. Und es benutzt einen 4922 DAC, mit dem wir eine 12-Bit analoge Auflösung hinbekommen. Und im Grunde ist das ein Do-it-yourself 4K-Bildschirm aus drei Komponenten gebaut. Wir arbeiten außerdem an einer modulareren Version, die natürlich aus Open-Source-Hardware und Software besteht. Und das ist dann etwas besser geeignet, um Displays anzusteuern, die eine differenzielle Ausgabe benötigen. Jetzt, wo wir Vektoren generieren können, müssen wir noch einen Weg finden, sie tatsächlich anzuzeigen. Mein Ratschlag an euch, spart euch euer Geld und kauft euch nicht solche Oszilloskope, die kosten nur einen Haufen Geld und man kann wirklich nicht gut Animationen damit machen. Es gibt diese Digitalgeräte mit dem XY-Modus und es ist sehr gut geeignet, um die Signale zu debuggen und alles wird sozusagen quantifiziert mit einer 8-Bit-Auflösung und es ist okay zum Debuggen von digitalen Problemen. Ihr könnt zum Beispiel auf Craigslist oder auf eBay gehen und ihr könnt euch ein altes Röhrenoszilloskop kaufen. Und dies sind eigentlich gar keine schlechten Displays für eine Menge von Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt auch einen Vectorscope finden. In vielen NTSC- und PAL-Geräten sind diese Dinger verbaut. Ich habe 4 Stück von denen für $100 bekommen plus $50 Versand. Und die sind unheimlich schnell, unheimlich scharf und geben ein verdammt gutes Display ab.
Und eine weitere Option ist die Vectrex-Konsole. Das war damals was, was die Leute damals in den 80ern wirklich begeistert hat. Das war eine kleine Arcade-Konsole für zu Hause. Wir haben hier ein Gerät stehen vom CCC Berlin. Und es ist sehr, sehr einfach, aus diesem Gerät, dieses Gerät umzubauen. Man muss im Grunde nur den 6502 Gehirn ausbauen und dafür seine eigene Hardware reinbauen. Und das beschädigt das System überhaupt nicht. Man tauscht einfach die Platine aus. Da das ein sehr günstiges Display ist, hat es leider eine nicht so hohe Bandbreite wie die Geräte, die man zum Beispiel in der Spielhalle findet. Das heißt, wenn ihr versucht, mit den Timing-Parametern von diesen Geräten zu arbeiten, dann wird das nicht hinhauen. Ihr müsst das ein bisschen modifizieren, um wirklich gutes Bild mit scharf abgegrenzten Vektoren zu bekommen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr aber im Grunde könnt ihr das gleiche Gameplay damit erreichen wie ein Gerät, was mit mehreren Megahertz angebunden ist. Laserprojektoren scheinen auf den ersten Blick ein perfektes Display abzugeben, aber das Problem ist, dass sie noch langsamer sind als das Vectrex-Gerät. Und viele Spiele aus der Spielhalle sind einfach viel zu komplex, um es damit darzustellen, und man bekommt da so ein ziemlich schlimmes Flackern hin. Und ich meine, Laser haben ihre Vorteile, aber wir haben das auch mal früher probiert in den Projekten, aber wir haben es erstmal auf die Seite gelegt. Wenn ihr diese Geräte emulieren wollt, dann wollt ihr auch diese schöne, scharfe, nicht pixeligen Linien hinbekommen. Und man könnte das mit MAME emulieren, mit dem MAME-Emulator. Aber es ist wirklich nicht so gut wie ein echtes Vektordisplay. Aber worin MAME wirklich gut ist, ist tausende von Spielen zu emulieren, inklusive sämtlichen Vektorspielen, die auf Wikipedia aufgelistet sind. Und ihr könnt die ROMs an den üblichen Stellen finden im Internet. Wir haben Patches für MAME geschrieben, die sich einklinken in die Darstellung der Vektoren. Und es ist kein sehr großer Patch. Es ist im Grunde, wir greifen den Vektor ab in dem Moment, wo er an das OpenGL-Subsystem weitergereicht wird, und schicken ihn dann an unsere eigene Schnittstelle weiter. Das Team von MAME war leider der Meinung, dass das ein ziemlich übler Hack wäre, und haben unseren Patch nicht angenommen. Aber mein eigener MAME-Tree inklusive Bildinstruktionen könnt ihr auf meiner Webseite finden. Das funktioniert auch in der MAME-for-all-Distribution, die zum Beispiel auch auf dem Raspberry Pi läuft. Das heißt, wenn ihr also euch so ein kleines Gerät zusammenbauen wollt, was von einem Pi angesteuert wird, dann könnt ihr das ohne Probleme machen und könnt auf diese Art ein System bauen, was mit verschiedenen Vektorspielen zurechtkommt. Also wenn ihr diese ROMs findet, ganz egal wo, dann könnt ihr das Original Space War Spiel spielen, ihr könnt Asteroids spielen, was eines der populärsten und umsatzstärksten Spiele aller Zeiten war. Ihr könnt Tempest und Lunar Lander bekommen, das macht einen Riesenspaß, sie zu spielen. Star Wars, ein offiziell lizenziertes Spiel des Star Wars Franchise, ein tolles Spiel. Battlezone gab es noch, eines der ersten echten 3D-ähnlichen Spiele. Es gab auch ein Star Trek-Spiel unter offizieller Lizenz, Empire Strikes Back. Es gibt leider kein Vektorspiel von Star Wars The Force Awakens. Aber es gibt so viele verschiedene Vektorspiele. Sie scheinen vielleicht ein bisschen seltsam. Von den meisten hatte ich nicht mal selber was gehört, als ich angefangen habe mit diesem Projekt. Manche sind okay, manche sind einfach schlechte Kopien von anderen Spielen. Aber es gibt sehr viele Sachen, die einfach Spaß machen, mit denen man experimentieren kann. Und sobald ihr die Spiele am Laufen habt, dann wollt ihr vielleicht auch eigene Steuergeräte bauen und natürlich auch eigene Gehäuse. Und im Grunde könnt ihr ja mit 3D-Printern so ziemlich alles bauen und alles erzeugen. Und ihr könnt eure Geräte mit verschiedenen Buttons ausstatten. Und das hier zum Beispiel ist eine Konsole für Asteroids, gebaut von Tim Bartlett. Und er hat sich das Originaldesign angeschaut, hat das dann ausgedruckt, hat das so mit Lasern zugeschnitten. Und ihr könnt das alles auf seiner Webseite finden.
hier ist eine Maschine in halber Größe für Asteroids, das auf einer Vectrex-Maschine basiert. Das sind einfach nur ein paar tolle Beispiele. Tja, jetzt wo ihr die Spiele habt und habt auch das Gehäuse und das ganze System, dann wollt ihr vielleicht auch eure eigenen Kreationen bauen. Das hier ist ein Klon von Asteroids, den wir selber programmiert haben, könnt ihr von unserer Webseite laden. Und wenn ihr von Spielen genug habt, dann wollt ihr vielleicht wissen, wie viel Uhr es ist, wie viel Zeit ihr mit dem Spielen verbracht habt. Ihr könnt also hier ohne Probleme eine vektorbasierte Uhr bauen und könnt diese wunderschöne Anzeige hier für euch zu Hause bauen. Das hier ist ein super cooles Spiel, was bei der Maker Faire in New York Anfang dieses Jahres gezeigt wurde. Es ist ein komplett neues Spiel, etwas, was es vorher so nicht gab. Und ein tolles, selbstgebautes Spiel, wirklich. Und wir haben auch eine Bibliothek zusammengestellt, mit deren Hilfe ihr eure eigene Vektorkunst machen könnt oder auch eben in Spiele einbinden könnt. Und auch das könnt ihr natürlich in eure eigenen selbstgebauten Konsolen einbauen und so eure komplett eigenen Spiele bauen. Hier ist ein schneller Blick auf diese Bibliothek. Man bekommt die Vektoren und schickt die dann einfach weiter an das Display. Und um da noch einen Schritt weiter zu gehen, ich bin Teil einer Gruppe, die das Codieren von Spielen für Frauen lehrt. Und wir haben Vectrex-Workshops in unserem Hackerspace NYC Resistor und wir organisieren auch eine Demo-Party-Nacht. Also wenn ihr zufälligerweise in der Gegend seid, dann seid ihr gerne eingeladen, zu uns zu kommen. Aber weil wir jetzt gerade hier sind, könnt ihr uns auch finden, inklusive unseren Vectrexen und dem Oszilloskopen in Halle A2. Ihr werdet da jede Menge von den alten Atari- und Vectrex-Spielen spielen können. Also kommt vorbei und sagt mal Hallo. Ja, vielen Dank, dass ihr alle zu dem Talk gekommen seid. Und ihr könnt die Slides und noch ein bisschen mehr Hintergrundmaterial von unserer Webseite laden. Und noch mehr Informationen, was man mit Vectrex alles machen kann. Ihr kriegt da auch Baupläne und Pläne für die Hardware. Und ja, und damit sind wir eigentlich schon fertig und würden jetzt uns auf eure Fragen freuen. So, if you want to ask a question, please step up to one of the microphones and make yourself available. So, wenn es Fragen gibt, bitte zu dem Mikrofon kommen. Und wer geht, der sollte bitte doch leise gehen, damit der Talk weitergehen kann. Oh. Habt ihr darüber nachgedacht, mehrere Laser zu benutzen, um die Geschwindigkeit des Laserdisplays ein bisschen anzupassen? Es ist nicht nur möglich, es ist sogar relativ leicht, weitere DAC-Kanäle hinzuzufügen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also ich selbst zumindest. Ein bisschen Kalibrierung ist natürlich auch nötig, aber was ich gesehen habe, was manche Leute machen, ist, man exkludiert gewisse Elemente, zum Beispiel Copyright-Texte und ähnliche Sachen, die man nicht unbedingt braucht, und das macht es auch schneller. Dann gibt es noch eine Frage aus dem Internet. Das Internet fragt, ob man irgendwelche Pläne von den Herstellern sieht, zu solchen Displays zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass überhaupt irgendjemand noch Röhren produziert und Vektordisplays schon mal gar nicht. Ich glaube, also es ist sogar so, dass diese Displays ziemlich rar werden mittlerweile und es gibt sogar Bemühungen, ob man nicht normale Monitore umbauen kann zu Vektordisplays. Das VEC9-Spiel, was ich erwähnt habe, das ist gebaut worden mit einem Monitor aus einem Asteroids-Spiel, was nicht mehr funktioniert hat. Also wir kratzen wirklich die Brocken noch zusammen, alles, was noch zu finden ist. So, gibt es noch weitere Fragen? Hier auf der Seite. Eine kurze Frage. Ihr nutzt nur zwei DRCs und ihr nutzt dann den X- und Y-Channel oder nutzt ihr auch den Z-Kanal? Wir haben vier DAC-Kanäle, also wir haben sowohl
ein Offset, also jetzt zum Beispiel an dem Vectrex kann man zum Beispiel auch die Helligkeit damit steuern. Und das Demo, was wir hier auf diesem Oszilloskop haben, steuert die Helligkeit, indem es eben die Linien mehrfach übereinander malt. So, weiter auf der linken Seite. Ich würde ganz gern wissen, ob es möglich ist, PC-VGA-Output zu nutzen, um Vektorgrafiken darzustellen. Braucht man dafür extra externe Hardware? Man braucht diese drei Kanäle. Ja, damit bekommst du 8-Bit-Auflösung. Mit diesen Geräten hier bekommen wir allerdings 12-Bit-Auflösung und in 8-Bit dann hat man immer noch diese hässlichen Stufen drin. Was ist die Displayrate? It depends. Es kommt drauf an. Okay, left side microphone. Ihr habt erwähnt, dass ihr an diesem Board arbeitet, dass es einfacher macht, es zu nutzen. Wie weit seid ihr mit der Produktion oder wann könnt ihr das eventuell verkaufen und wie einfach ist es, das selber herzustellen? Also, wir hatten einen Workshop in NYC Resistor vor ein paar Monaten, wo wir die zusammengelötet haben und ja, es sind nicht viele Bauteile. Das Oszilloskop oder das Bauteil zum Vectrex braucht man sonst nichts weiter. Also es ist relativ einfach. Okay, die Session ist um 7:30 in Raum A2. Also nochmal einen großen Applaus für die beiden. Und ihr habt der Übersetzung dieses Vortrags zugehört. Vector Retro Gaming und aus der Übersetzung.